Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich glaube, es gab kein Thema, was ich in den letzten Wochen und Monaten öfter gehört habe, als wenn du Acnenormin oder Isotretinoin absetzt, wird deine Haut schlechter. Um das Ganze mal zu spoilern, ihr seht schon hier anhand des Gesichts in dieser Kamera, die Haut ist auf keinen Fall schlechter geworden, im Gegenteil, sie ist besser geworden. Aber dazu kommen wir später. Vorerst möchte ich hier erklären, ich habe ja vor 3 Wochen das Video gemacht bezüglich meiner Acnenormin-Tabletten, dass ich sie abgesetzt habe. Bereits eine Woche vorher habe ich sie abgesetzt ohne Absprache mit einem Arzt. Ich habe vorher auch schon erstmal 60 Milligramm, ich bin 1,90 groß, wiege ungefähr 90 Kilo, habe vorher 60 Milligramm genommen, dann 40 Milligramm mit Absprache mit dem Arzt, dann ohne Absprache mit dem Arzt auf 20 Milligramm reduziert und dann auf gar nichts mehr reduziert. Das Ganze habe ich vor einem Monat gemacht. Wir haben quasi hier einen Monat nach Acnenormin Update, wie auch immer man das nennt. Ich hab gestern bereits Aufnahmen gemacht von meinem Gesicht in Nahaufnahme. Das könnt ihr euch mal hier oben oder hier oben irgendwo anschauen. Genau, seht ihr ja nebenbei. Meine Haut ist wirklich besser geworden, selbst nach dem Absetzen. Und obwohl ich, muss ich ehrlicherweise zugeben, meine Ernährung in den letzten 4 Wochen nicht wirklich 100% gut war und ich auch sehr oft sehr schlecht gegessen habe, sprich Fast Food und Zucker, ist meine Haut trotzdem besser geworden, obwohl Acnenormin raus aus dem Körper ist. Nach einem Monat ist das Medikament, der Wirkstoff wirklich raus. Ich habe auch keine trockene Haut mehr, ich habe keine trockenen Lippen mehr. Mir geht es physisch, wirklich und psychisch wesentlich besser als mit dem Medikament. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Nach dem Absetzen ging es mir von jetzt auf gleich nicht, also es hat ein bisschen gedauert, seit ungefähr 2 Wochen geht es mir wirklich besser. Vorher war ich eben wirklich extrem müde. Meiner Meinung nach, das Medikament greift sehr stark die Leber an. Ich hatte auch extrem schlechte Leberwerte. Und deswegen bin ich der Meinung, dass sich meine Leber langsam erholt, dass durch das Absetzen meine Leber sich noch besser erholen kann und ich mich generell noch besser fühle. Ihr seht auch gerade hier, ich habe quasi Tageslicht in meinem Zimmer und ihr könnt quasi hier Tageslicht sehen, wie meine Haut aussieht und das ist wirklich nichts mehr, worüber man sich beschweren könnte. Diese Haut hier ist komplett alltagstauglich. Damit kann man rausgehen, ohne sich in irgendeiner Weise schämen zu müssen. Ich habe auch meiner Meinung nach keine Akne mehr. Ich habe höchstens noch minimale Abdeutungen von irgendwelchen Pusteln unter der Haut oder so, aber ich habe keine aktiven Pickel seit einem Monat. Ich habe keine Akne, ich habe gar nichts mehr. Ich habe minimal Narben, aber damit kommt man wirklich klar. Ich bin auch der Meinung, dass ich diese Narben in den nächsten Jahr komplett mit der Haut verwaschen werden und ich da wirklich gut bei weggekommen bin. Ich habe auch hier nochmal ganz kurz ein Video. Ich weiß, ich blende das fast immer ein, aber ich möchte hier nochmal das Video einblenden, wie ich aussah, bevor ich Acnenormin angefangen habe. Das seht ihr jetzt hier oben. Das war wirklich ein komplett anderes Level von meinem Gesundheitszustand. Mir ging es 1000-mal schlechter als jetzt. Ich habe auch ein paar Tipps, die ich euch da draußen mitgeben kann. Ich bin aktuell, also ich bin der Meinung, dass Schlafmangel und Stress mit die größten Erzeuger von Akne sind. Also wenn ihr den Schlaf nicht optimal habt, also bin ich aktuell, ich ändere wahrscheinlich in ein paar Monaten wieder meine Meinung und habe auch vor einem Monat anders gedacht darüber. Ich habe diesen Monat erfahren müssen, dass ich auch trotz dessen, dass ich meine Ernährung nicht 100% durchziehen konnte, aber wesentlich weniger Stress hatte als vor einem Monat, meine Akne besser geworden ist. Obwohl ich der Ernährungsfaktor war nicht gut, aber mein Stresslevel war viel, viel niedriger. Ich konnte mehr schlafen und hatte weniger Stress und meine Haut ist besser geworden. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass diese beiden Werte mit das Größte sind. Trotzdessen ernähre ich mich immer noch großteils, so gut es geht, ohne weißen, fermentierten Zucker. Ich esse keinen Zucker mehr an sich. Ich trinke auch seit 3 Jahren nur Wasser, seitdem ich 15 bin, habe ich angefangen, nur Wasser zu trinken. Also ist es für mich quasi normal geworden. Das macht ihr am besten auch, wenn ihr jetzt gerade Akne habt und überlegt, Acnenormin oder Isotretinoin oder wie auch immer man es nennen möchte, zu nehmen. Fangt bitte vorher an, nur Wasser zu trinken, ungefähr 3 Liter am Tag. Wirklich mindestens 3 Liter Wasser. Ich trinke jeden Tag 4 bis 5 Liter Wasser. Und ihr fangt bitte an, 3 Liter Wasser am Tag zu trinken. Dann fangt ihr an, euren Schlaf wirklich zu überprüfen, ob ihr wirklich jede Nacht ausreichend schlaft und euch über den Tag fit fühlt und euer Stresslevel, ganz wichtig, weitestgehend, ihr könnt euer Stresslevel von innen heraus weitestgehend reduzieren. Darüber müsst ihr euch ein bisschen informieren, das ist ein bisschen kompliziert, wie das Ganze funktioniert, aber das müsst ihr wirklich machen.
Dann auf Fastfood verzichten, am besten so gut, so viel wie möglich selber zubereiten. Das sind so die drei Faktoren, die ich euch ins Herz lege. Und wie ihr euch ernähren wollt, das müsst ihr für euch selber herausfinden, was euch da am besten gut tut, was ihr am langfristigsten durchgehend gut durchziehen könnt, was euch auch Spaß macht. Ihr müsst am besten so leben, wie ihr euer Leben lang leben könntet. Das wäre mein Tipp für alle, die gerade überlegen, Actonomin zu nehmen, weil sie scheinbar sehr schlimme, deren Meinung nach. Ich habe auch sehr oft, ich bekomme von extrem vielen von euch Nachrichten auf Instagram, bezüglich, ob sie mit Actonomin anfangen sollen. Aber ihr, die meisten von euch haben minimale Pickel, also wirklich minimale Pickel. Wahrscheinlich seht ihr besser aus als ich aktuell. Und ihr habt minimale Pickel. Das ist nichts, was... Pickel sind extrem schnell wegzubekommen. Aber Akne unter der Haut, die sich wirklich über seit Monaten abgesetzt hat, die braucht Ewigkeiten, um wegzukommen. Aber Pickel, oberflächliche Pickel, vertraut mir, die kriegt ihr in 2 bis 3 Wochen weg, auch ohne das Medikament. Und wenn es nicht funktioniert und ihr wirklich alles versucht habt, was ich euch hier sage, dann habt ihr auch meinen To-Go Actonomin zu nehmen, wenn ihr es in euren Alltag integrieren könnt. Wie gesagt, ihr werdet dadurch sehr müde und müsst wirklich, wirklich probieren, euer ganzes Leben dementsprechend anzupassen, um eure Akne zu entfernen. Akne ist eine Krankheit, euer Körper ist extrem stark entzündet. Das ist wirklich so, es ist schwer zu verstehen von außen, aber euer Körper ist wirklich extrem entzündet. Bei mir, ich trinke seit Monaten, das mache ich vielleicht auch noch ein Video, sogenannten Selleriesaft. Selleriesaft wirkt extrem entzündungshemmend. Mit jeder Trainingseinheit, ich bin quasi sehr narzisstisch, was mein Training angeht, und mit jedem Training habe ich meinem Körper immer mehr Entzündungen verursacht. Und mir war gar nicht bewusst, dass ich durch das Training, durch den Mangel an Schlaf, selber meine Akne verursacht habe. Und ich hoffe, dass du da draußen eventuell ähnliche Sachen hast wie ich und daran vielleicht ein bisschen weniger machen kannst. Wenn du ein bisschen mehr schlafen kannst und ein bisschen weniger zum Sport gehen kannst und ein bisschen besser dich ernährst, dann bin ich der Meinung, dass auch du ohne das Medikament Actonomin deine Akne wegbekommst. Wie du es sehen kannst, hier wirklich, ich fühle mich besser, healthier, wohler in meiner Haut ohne das Medikament. Ich hoffe, dass du es niemals nehmen musst. Und schreib mir ruhig auf Instagram, ich probiere dich ja wirklich so, schick am besten Fotos, schreib mir, was du hast, warum du es hast, wie lange du es hast, und dann probiere ich da, dir weitestgehend zu helfen. Wie gesagt, ich mache das Ganze schon seit Ewigkeiten, auch meine Ernährung. Ich bin seitdem ich 6 bin übergewichtig, und seitdem ich 12 Jahren magersüchtig. Ich habe das ganze Thema Ernährung mein ganzes Leben lang durch und hoffe, dass ich da ein bisschen, ja, Wissen teilen kann mit euch. Ich wünsche euch allen viel Erfolg dabei. Hoffe, dass ihr das Medikament niemals nehmen müsst, weil das Medikament ist nichts Tolles, wirklich. Ich rate jeden davon ab, wenn ihr nicht ein To-Go habt von mir oder von einem Arzt. Ich bin kein Arzt, also hört am besten nicht auf mich. Ich bin nur irgendein Typ hier in einem Zimmer. Ich wünsche euch allen ein schönes Jahr 2019. Habt ein schönes Leben, Freunde. Und für alle anderen, die es interessiert, ich habe in 6 Tagen, genau, am Donnerstag nächste Woche meine nächste Operation, meine extrem einwiegende Kiefer-OP. Und dazu werden extrem viele Videos folgen, auch bezüglich der Akne und 30 Tage Videos, wie auch immer. Ihr werdet sehen, Freunde, haut rein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Euer Samuel Lift ist out of lifting, Freunde. Ciao.